Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und schaut euch mal die Kulisse an. Wunderschönes Wetter, die Berge mit Schnee im Hintergrund. Und ja, ich bin zum ersten Bike-Trip mit Manu dieses Jahr 2022 unterwegs. Und zwar sind wir im Finchgau in Latsch. Und das Geile ist, hier am Sonnenberg sind die Trails schon alle schneefrei. Es hat gestern 14 Grad gehabt und strahlender Sonnenschein. Also wunderschönes Wetter. Wir sind gestern angereist und schon einen Trail gefahren. Richtig geil. Ich bin mit meinem Firebird 29 da und wir machen heute eine Tour. Also wir haben heute vor, ein bisschen zu treten. Der Manu, der freut sich schon. Der hat extra seinen Raw Chip dabei, also mit ein bisschen weniger Federweg, damit er beim Treten mir hinterherkommt. Nee, Spaß. auf jeden Fall werden wir heute ein bisschen treten. Die nächsten Tage geht es dann aufs Shuttle. Ich denke, ihr kriegt von jedem Tag einfach ein Video, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und kleine Serie hier für den ersten Bike-Trip dieses Jahr. Und ich würde sagen, wir rollen jetzt mal los zum ersten Trail und sehen uns dann da am Trail. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video und würde sagen, let's go! Tschu-tschu! So Leute, erster Trail für heute. Oh Gott, erstmal schalten, hier ist schlimm. Latscher Panorama Trail. Unsere Bude ist in, wie heißt denn jetzt, St. Martin, also Bergstation von der Gondel in Latsch. Deshalb hatten wir es jetzt relativ chillig hier rüber zu treten, ungefähr 100 Höhenmeter. Und Abhöhe hier. Also Panorama Trail erfüllt auf jeden Fall seinen Namen. Und es geht ganz schön bergrunter nach links. Da will man nicht runterfallen. Hui, krass. Geil, aber die Aussicht ist Premium. So, weiter geht's. Schon ein bisschen tacky, also der Trail ist rot ausgezeichnet mit S2 hier. Ein paar Steinstücke kamen hier jetzt schon, aber sonst soweit eigentlich einen fortgeschrittenen Fahrer gut fahrbar. Hui, I'm scary hier. Weiter geht's. Ja, also für jemand mit Höhenangst hier definitiv nichts. Alles sehr schmal. Und links geht's halt übel runter. Also da will man nicht runterfallen. Das ist krass. Oh mein Gott. Alter Schwede, ey. Krass. Alter, falls jemand Höhenangst hat, fahrt nicht diesen Panorama-Trail. Ich fahre jedes Steinfeld, wenn es sein muss. Ja, es ist echt krass, weil es halt die ganze Zeit so schmal ist und dann auch noch ein paar technische Stellen. Und links geht es halt echt runter. Also ja, es geht halt, ist ja voll okay. Genau, aber halt es geht halt runter. Diese Panik, dass es ja fast senkrecht mit 10 cm links nach unten geht. Ja. Boah, das ist so krank. Ja, das ist echt krank, ja. Ich trinke lieber Kaffee. Na ja, so gut. Okay, dann scheppern wir mal. Weiter geht's. So, weiter geht's. Hier jetzt mal ein bisschen entspannt. So, hier geht es jetzt nicht so krass runter. Ist schon mal gut.
schon etwas technischer hier und mit Uphill. Oh, Eis. Boah, da musste ich langsam machen. Das Eis. Wir sind halt echt früh im Jahr hier und müssen wir schon ein bisschen aufpassen, wie das hier mit Schnee teilweise noch ist. Und ich warte kurz auf Manu. So, weiter geht's. Ah, sowas wollte ich im Rennen nicht fahren. Aber wirklich nicht. Aber muss man ja auch nicht unbedingt. Eventuell vielleicht. Mal schauen. Hier ist es halt schon wieder ein bisschen breiter. Das fühlt sich gut an. Da kann man bestimmt hier, yes, oben drüber hier, perfekt. Bisschen Linienwaldtraining hier, wieder Eis. So, weiter geht's. Ach ja, klar. Oh mein Gott. Oh yes. Get wasted. Woohoo! Oh yes. So Leute, nach einer kranken Aktion, wo wir erfahren haben, dass der Trail eigentlich seit 3 Jahren gesperrt ist, oder der Weg allgemein. Ja, genau. Und da komplett Bauarbeiten drin sind, weil da eine Brücke gebaut wird. Oh, jetzt geht's wieder hoch. Fahrt den Trail nicht. Es ist komplett noch ausgeschildert, aber ist komplett gesperrt eigentlich. Da waren jetzt mega coole Bauarbeiter, die uns durchgelassen haben. Sonst hätten wir 2 Stunden... Genau. Also auf eigene Verantwortung sind wir da durch. Aber sonst hätten wir jetzt 2,5 Stunden zurücktragen müssen, den ganzen Trail. Und so sind es jetzt noch ein paar Meter. Dann sind wir am Propane Trail. Ich würde sagen, ich erspare euch den Rest, weil es geht, glaube ich, nur noch bergauf. Und wir sehen uns dann beim Propane Trail wieder. Tschu! So, Propane Trail. Let's go! So Leute, Propane Trail. Hoffentlich wird es jetzt nicht so mehr so ein Abenteuer wie drüben, gerade auf dem Panorama Trail. Aber das müsste eigentlich klar gehen. Hier sind die übelsten Shortcuts drin. Wir fahren natürlich die Kurven. der Manu, für den ist es eine kleine Erinnerung hier, weil das der erste Trail ist, den er damals gefahren ist, wo er mit Mountainbiken angefangen hat. Und da erinnert man sich halt zurück. Schöne Kurven hier. Oh, da wäre ein Double gewesen. Aber der ist schon eingerostet. Den hat man kaum noch gesehen. Treten hier. Enge Corners. Schön weit außen anfahren. Juhu. Thank you.
Jump hier. Weiter geht's. Schnell für den Sprung gewesen hier. Wow, Shortcut. Fast gestorben. Okay, da konnte ich nicht mehr bremsen, deshalb da den Shortcut mitgenommen. Ich fahre das ja blind, also ich bin den Trail noch nie gefahren hier. Ich schwör's euch, ich werde es nie vergessen. Ich habe mein erstes Fahrrad sonntagabends abgeholt. Gebraucht, gekauft. Und meine komischen Freunde meinten, wir fahren am Mittwoch ins Finchgau. Das war Pfingsten vor ein paar Jahren. Ja, Manu, das ist nicht so anstrengend. Du kannst da hochtreten. Noch nie in meinem Leben auf dem Fahrrad gesessen. Da hochgefahren, hier reingeschoben, darüber. Und da vorne kommt so ein minimales Steinfeld. Und ihr glaubt's nicht, ich schwör's euch, ich hab mich so eingeschissen. Ich stand da, ich hab gezittert, ich hatte Schiss, ich konnte nicht mehr. Und jetzt fällt's mir wahrscheinlich nicht mal mehr auf. Das ist so krank. Was ich damit sagen will, ist, ihr müsst immer dranbleiben und dann schafft ihr das alles. Ja, Mann. Heute wiege ich zwar trotzdem noch, große Elefant, aber kommt der Buckel runter. Geil. So, da fährt der Manu doch glatt mal vor. Yes! Jo, geil! Du musst dir vorsichtig machen bei der Straße. Wow! Boah. So, weiter geht's. Nächster Abschnitt. Achtung! Da gehen wir rein. Baum umfahren. Umgestürzen. Two-wheel Drift durch den Schotter da, krank. Geil. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Es ist so staubig und rutschig hier. Leck mich am Arsch.
Ja, der Mann, du lebst. Sehr gut. Alter, Geröllfeld hier. Ey, das ist echt slippery, Leute, gell? Mit dem ganzen Staub und Sand hier. Shortcut Claudi am Start hier. Der Hanu hier fette Shortcuts gefahren. Ey, ganz schlimm. Oh, da sieht man ja gar nichts. Gut, dass ich vorne fahre. So, weiter geht's. Schöne Single Trails hier. Propane Trail, unterer Teil. Der Manu hinter mir. Vielleicht kann ich wieder irgendwo. Sattelstütze kann man jetzt runter machen. Das ist okay. Ja, endlich wird's mal rough hier. So, Rad schieben. Tudum.